Lasst uns mal ein paar Beispiele nehmen. Das war jetzt ja eine Einleitung, wo ich euch allen Raum gegeben habe, jeder seine Situation zu wählen, jeder die Qualitäten zu wählen, die euch ins Herz geschrieben sind sozusagen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es nicht so einfach war, weil es halt so unspezifisch angeleitet wurde. Und vielleicht können wir das jetzt an Beispielen mal, 1, 2, 3 Beispiele, mal gucken, wie lange es dauert, ein bisschen durchspielen, um das Prinzip zu veranschaulichen. Wer möchte denn quasi so ein bisschen seine eigene Erfahrung dieser kurzen Übung zur Verfügung stellen und ein paar Rückmeldungen dazu bekommen? Versucht doch mal, schaut mal, ob es jemandem von euch möglich ist. Mag jemand was erzählen? Ja, gerne, Kathi. Ich habe mir einfach, vorher hat jemand das Bild der Mutter gebracht und ich mir in meiner Meditation jetzt die Qualitäten vorgestellt, die ich in mir im letzten entdeckt habe, als eines Kindes, und versucht, mit mir selber so umzugehen. Also für mich ist die herausfordernde Situation, die ich immer habe, abends, und ich bin müde und ich will mich nochmal hinsetzen, ich schaff's nicht, versumpfe vor dem Computer. Dieses Liebevolle, aber auch dieses Starke, so dieses, nee, jetzt komm, jetzt machen wir was Gutes und du gehst spazieren. Ja. So. Und danach kannst du dich hinsetzen, so diese Qualitäten. Ja, Liebe, aber auch von Mut und von Klarheit. Du hast dir also vorgestellt, du begegnest dir abends, wie du da nicht mehr um deinen kleinen Max zu kümmern hast, sondern jetzt geht's um dich. Und dann hast du geatmet damit und diese Qualität von liebevoll, Mut, Zuspruch, so, ja, gespürt. Und dann, wie ist es dann weitergegangen? Ja, da habe ich, als Mutter habe ich so Qualitäten in mir entdeckt, dass ich viel mehr durchhalten kann, zum Beispiel, als ich dachte. Viel weniger so, ich kann jetzt nicht mehr, das geht ja manchmal einfach. Musste machen. Genau. Und dann habe ich das in dieser Situation dann auch geschafft, abends nicht, ich kann jetzt nicht mehr, sondern mich da mir liebevoll zuzuwenden, okay, was hilft jetzt wirklich, und ändere die Situation. Und vor deinem inneren Auge hat sich die Situation dann so entwickelt, dass du etwas Sinnvolles, etwas, was dir gut getan hat, mit deinem Abend noch hast tun können. Genau. Ja? Okay, das ist also eigentlich ein abgeschlossener Prozess, ja? Was du gemacht hast, ich sage es jetzt nochmal für andere, dir ist das ja bewusst, du hast dir die Schwierigkeit herbeigeholt, hast dich verbunden mit diesen Qualitäten, die du leben möchtest, mütterliche Qualitäten der besten Art, und hast sie zu dir selbst in Beziehung gesetzt und darin eine Kraft gefunden, schon mal in der Vorstellung, anders mit einer schwierigen Situation oder einer Herausforderung, wo du manchmal versagst, ne? Mit CK. Ja? Und hast in der Vorstellung schon anders erlebt, und was da passiert, es dürfte für alle von euch der Fall sein, die da so weit gekommen sind, dass die Vorstellung von dem, wie es anders sein könnte, schon als heilsam erlebt wird. Es tut gut, zu merken, wie sich das anfühlt und dass diese Kraft in uns ist, Situationen auch anders zu gestalten. Und das bitte ich dich jetzt nochmal einfach zu verankern in dir, nochmal zu spüren, ja, könnte so sein, ja, jetzt kann ich es so erleben und es wird dadurch leichter fallen, beim nächsten Mal Zugang zu diesen Kräften zu finden, sie zu aktivieren und einen ähnlichen Prozess, nicht den wir uns vorgestellt haben, aber einen ähnlichen Prozess einzuleiten. Okay, ich danke dir. Ein anderes Beispiel. Möchte jemand ein Beispiel teilen, dann kann ich an diesen konkreten Beispielen dieses Prinzip verdeutlichen, wie wir Zugang finden zu unserem Qualität. Ja, Lisa. Als du gesagt hast, die herausfordernden Situationen, da habe ich mich mit meinen Unsicherheiten und ein sehr lebendiges. Ja, und dann, also es kamen die Bilder, zum Beispiel Erinnerungen, an die ich an mir Zweifel hatte. Und bin dann irgendwie, habe ich mich erinnert, oder durch deine Anleitung, mich mit der Qualität zu verbinden, die sich dann
die sich angefühlt hat, lebendig, aber die sich gezeigt hat, so, also ja. Sowas. Da schwingt noch mehr mit bei Tara als nur Lebendigkeit, gell? Ja. Da schwingt noch was mit für dich? Ja, das war so was, also wie aktiv und also sowas genommen. Also es war dann wie wenn ich halt, also aktiv? Wenn ich das in Sprache sage, wie wenn ihr meine und sie dann was Wertvolles dann. Also, okay. Ja. Du hast dich mit einem inneren Wissen verbunden, dass im Übergeben dieser Selbstzweifel sich das Ganze zu etwas sehr Kostbarem wandeln kann. Ja, damit hast du dich verbunden. Und hast du das dann nochmal mit Situationen in Verbindung gesetzt? Hast du nochmal Situationen durchgespielt in diesem Tara-Bewusstsein? Versucht. Mhm. Es ist nicht so gewesen, weil es waren so Zukunft. Mhm. Also. Ja, ist ja auch völlig. Halt, ja. Erfahrungsgemäß Zweifel kriege und habe mir halt von. Und wie ich das erleben könnte, wenn ich mit wäre, dass die Zweifel sich, also. Genau, genau. Du hast dir vorgestellt, wie das sein könnte. Und konntest du in der Vorstellung diese Situation zu einer Abrundung bringen, zu einem, so dass du das Gefühl hast, mit dieser Haltung könnte ich da durchgehen? Ja, also es hat sich dann verändert. Es war dann okay, der Selbstzweifel wäre irgendwie nicht weg. Es wäre, wird wahrscheinlich so kommen, dass die Selbstzweifel wiederkommen, ja. Wenn ich in der Situation. Aber wie so ein Vertrauen, dass es dann halt schon geht. Also du kannst dich damit, das sind Vertrauen, dass du dich damit verbinden kannst und dass da eine zusätzliche Kraft kommt. Ja. Während ich jetzt mit anderen spreche, mach das wirklich, führe es nochmal ganz zum Abschluss, dass du dieses Vertrauen nochmal spürst, dass du dich damit verbinden kannst und dass das möglich ist. Und dass du dich hoffentlich auch im richtigen Moment dann dran erinnerst. Ja? So. Okay. Möchte jemand anders noch was sagen? Astra. Die Qualität der Selbstliebe und einfach dann so eine herausfordernde. Und ich habe gemerkt, dass es irgendwie schwierig für mich anzudocken. Es hat funktioniert, aber es war, als würde mir eine Übersetzung fehlen. Und als ich jetzt gerade Thema Mutter, Thema Tara gehört habe, kam mir gerade so, die auch noch was zwischenschalten muss. Ja genau. Ich komme da so ran, aber es reicht manchmal nicht, um die Situation wirklich zu verwandeln. Das habe ich so gemerkt, dass es so ein bisschen, war nicht so. Genau, das ist, was ich zwischendurch meinte. Nehmt zusätzliche Qualitäten zur Hilfe, wenn das mit einer, mit der, die ihr gewählt hat, nicht ganz ausreicht. Ja. Ich bin dann auf die Weisheit gekommen. Weisheit, ja. Und da irgendwie dann wird es flüssiger. Ja, gut. Aber gut. Ist das also. Kannst du dich sehen, wenn du sowohl in deiner gesunden Selbstliebe bist und mit Weisheit verbunden in diese Kommunikationssituation reingehst? Das hast du offenbar dann noch versucht, gell? Das also, aber da hat es noch nicht gehakelt, sage ich. Nicht sehr zu spüren, da kam sofort sowas wie ein Lächeln, dann leichter. Ah, da wird es leichter, dann kommt ein Lächeln. Okay. Ja. Ich glaube, die Weisheit, also die Weisheit mich überzeugen, dass das klappt. Weißt du, was ich meine? Also es ist so. Ja. Wie so mit Weisheit hängt dann wieder zusammen und dann ist irgendwie auch Trauen und das Selbstlieben zusammen. Also die Weisheit weiß, worauf man vertrauen kann. Ja. Okay. Und das so bildlich vor, jetzt noch mal eine Frage, hilft mir eigentlich auch, hat erinnert, dass ich eine Zeit lang irgendwie, was weiß ich, die Tara oder hinter mir oder irgendwie, oder hinter mir die Tara und, also. So mit Geleitschutz, so. Ja, so Geleitschutz, so, genau, so irgendwie hinter mir die Tara und dahinter noch der Buddha, also so, dann habe ich das, so ein bisschen wie so das Michelin-Männchen so aufgepumpt. So, hier kommen wir, ne? Hier kommen wir. Ich bin der Pudel vorne dran, aber mein Rudel ist stark. Ne? So. Ja, vielleicht. Also ich bin auch alleine aufgewachsen. Als Kind. Also mir hat so immer das Gefäß und der Geleitschutz. Ja, das sind Vorstellungen. Wir dürfen uns das so vorstellen. Das ist, wir sind ganz frei. Wir sind ganz frei. Eine bewährte Methode zum Beispiel in der Psychotherapie ist, sich vorzustellen, dass man imaginäre Eltern, also vorgestellte Eltern, Vater und Mutter bei sich hat. Und die Fähigkeit, Qualitäten haben, alle Qualitäten, die wir brauchen, um unserem Selbstvertrauen gestärkt zu sein und damit in die Situation reingehen. Im Dharma machen wir es so, dass wir unsere Praxis immer in Gegenwart der Meister, Meisterin ausführen, der Erwachten, zusätzlich mit unseren Eltern, die wir mit auf den Weg nehmen, aber unterstützt und im Beisein der gesamten Zuflucht.
Und das können wir uns in jeder Situation vorstellen. In jeder Situation haben wir die Möglichkeit, quasi ein SOS zu schicken, SOS Buddhas, ich brauche euch gerade mal wieder. Bitte seid da, bitte unterstützt mich. Tara, bitte seid da, unterstützt mich. Und gehen mit dieser begleitenden Kraft in die Situation rein. Das hilft unglaublich. Das ist, als ob uns aus anderen Quellen Kraft zufließen würde. Es ist aber, weil wir andocken an unsere innewohnenden Qualitäten, an unsere eigentlichen Ressourcen. Es hilft unglaublich. Ich habe mir schon manchmal, wenn ich so verzweifelt war oder im Streit, habe ich mir vorgestellt, dass so Lama Gendy mir die Hand auf die Schulter legt und sagt, oh, langsam, kein Problem, alles in Ordnung. Ja, so von hinten. Ja. Und wenn Lama Gendy das sagt, dann stimmt das. So. Ja, und dann entspanne ich mich und dann mache ich nicht so ein großes Problem draus und gehe mit einer gewissen Stärkung und Sicherheit da rein. Das Schöne ist, dass das tatsächlich im Leben auch ab und zu mal so gemacht hat, dass ich da an etwa eine konkrete Erfahrung andocken kann. Es ist schön, wenn man da so Brücken hat, wo dann wirklich die Kraft fließt. Andere Erfahrungen, noch jemand, der konkret etwas erzählen möchte. Hat jemand mit Ärger gearbeitet? Ja. Ja, magst du erzählen? Oder ist, ja? Ja, also es war ein bisschen eingeraten, die ich eigentlich nicht mehr verändern kann. Leichtigkeit. Die Welle surfen, Leichtigkeit hast du gewählt. Aber ja. Es war ein bisschen schnelle. Die war ein bisschen stark, die Welle. Warst du noch nicht so ganz... Ich wurde das zu einem Baum. Stehen wir an... Okay. Also ich brauche die Erde. Also dann kam noch mehr Ärger. Da bleibe ich drin stecken. Ne? Dann kam so der Gedanke, vorbei, daran kannst du nichts mehr ändern. Also nur. Dann tauchten Dinge auf aus der ganz frühen Kindheit. Und da war es so, als wenn ich auch... Dann ging so ein Raum auf mit Gefühl. Und eigentlich so, ich gehe im Moment, mache im Moment sehr viel mit Mund näher. Das ist das für mich. Um alte Dinge zu Körper da durchzusteuern. Wie hast du denn in dem Moment, wo diese Kindheitserinnerungen und andere Situationen auftauchen, wo Wut und Angst war, wie hast du in diesen offenen Raum gefunden? Was war es, das dir ermöglicht hat, dass diesen Raum zu entdecken oder freizulegen? Und das war eine innere Offenheit und das war. Okay. Also Vertrauen. Und Vertrauen. Wie hast du dazu in diesem... Ohne das jetzt zu greifen, so... Hast du dazwischendurch nochmal geatmet, bewusst dich mit den Qualitäten verbunden oder ist es einfach passiert? Nee, ich habe schon was sehr stark wahrgenommen. Ja, das ist wichtig. Und versucht, weiter reinzukriegen. Bewussten Loslassen. Ja. Also da muss es echt lassen. Oder nee, das war auch da. Wie den Atem da rein. Ja, ja. Und das ist jetzt wichtig, dass du dich an dieses Verbindungsglied erinnerst. Du hast dich an den Atem, an deinen Körper erinnert, hast zum Teil durchgeatmet, dich wieder erneut verbunden. Und das hat es möglich gemacht, obwohl die Dosis zunächst zu groß erschien, es hat dir möglich gemacht, loszulassen. Dann tauchte was anderes auf, was auch herausfordernd war. Und du hattest die Möglichkeit, damit in Weite zu finden, anzunehmen, die sogenannten Dämonen mal tanzen zu lassen, anzunehmen, und die haben sich darin entspannt, in der Weite. Und es ist wichtig, dass wir uns daran erinnern, was uns genau geholfen hat, wie wir da reingefunden haben. Sonst bleibt als Erinnerung bloß, da war das und dann war das, aber wie ging das noch? Ja? Und dazwischen war ein Erinnern, ein bewusstes sich Erinnern, was würde mir jetzt gut tun? Körper, Atem, hineinatmen, durchgehen. Ja, du hast dich da selber an die Hand genommen und das ist diese Fähigkeit der Selbstregulation. Da nehmen wir den inneren Pilot, man sagt im Dharma den inneren Lama, der führt uns, der innere Buddha. Okay, lass das nochmal ganz tief in dir ankommen, dass du das selber gemacht hast, dass du dich da selbst an die Hand genommen hast. Merkt ihr inzwischen so das Prinzip? Wird es deutlicher durch das, was ich durch angesprochen habe? Mag noch einer
noch jemand was sprechen, noch erzählen? Habt noch ein bisschen Raum, Zeit für ein weiteres Beispiel, wenn ihr möchte. Also, ich habe deinen Namen vergessen. Christine. Ich habe auch mit Ärger gearbeitet und es war so in der Arbeit, wo es halt nicht so gut klappt. Und was mich wütend macht und ich mir denke, und dann habe ich mir halt also gedacht, ja, wie das jetzt auflösen, wie könnte man das, oder was gibt es für Hilfsmittel? Und dann bin ich so zurückgegangen in meine Arbeit anfing und wie sich das alles entwickelt, Schwierigkeiten gekommen ist. Und da dachte ich auch, es finden müssen von beiden Seiten, dass sich viel enger zu schließen müssen und das auf beiden Seiten einfach viel besser absprechen. Und dann habe ich mir das vorgestellt, wie das hätte so passieren können. Es ist dann so mein Weiß so abgelaufen und es war dann auch angenehm. Dann haben wir gedacht, das hat es aufgelöst, diesen Ärger. Da hätte das vermieden werden können und die Zusammenarbeit hätte viel besser passieren. Und ich hatte dann noch so die Vorstellung, so ein Gespräch, wo man sich vielleicht noch so verteidigen muss. Dass wir, ich habe immer so den Lust zu verteidigen. Ich meine, immer, ich muss irgendwie rechtfertigen. Kenne ich auch, ja. Rechtfertigen, genau. Und da war ich dann natürlich wieder ein bisschen so auf der Schiene, dass die anderen ja das nicht richtig gemacht haben. Und dann konnte ich das aber auch nochmal umlenken, dass ich mir gedacht habe, ja, ich bin relativ neu in dem Bereich und es war schon auf beiden Seiten. Also ich wollte mich dann eben nicht rechtfertigen in dem Gespräch und es dann eben so abschieben, dass es einfach aus der Situation entstanden ist, so dass mit der Absprache und neu und so. Ja, und damit bin ich eigentlich ganz gut klargekommen, ja. Also ich hatte da schon so einen gewissen Frieden gefunden und habe dann aber irgendwie gemerkt, ja, aber auch so einen berechtigten Ärger. Und das war dann noch so am Schluss, so wo ich dann doch wieder gedacht habe, eigentlich möchte ich mich jetzt doch ärgern. Also, und wie ging das? Wie halt, ja, okay. Komm noch drauf zurück. Ganz unter uns gesagt, es sind sowieso die anderen, die immer Schuld haben. Deswegen können wir uns ruhig auch mal ärgern. Das hilft dann auch, sich wirklich ein bisschen besser zu fühlen wieder. Nee, aber die, wie hast du die Situation jeweils gelenkt? Hast du es durch dein denkendes, weises Betrachten gelenkt oder hast du, zu welchen Ressourcen hast du, auf welche Ressourcen hast du zurückgegriffen, um die Situation neu zu gestalten? Wie hast du das gemacht? Also mein Grundgedanke war schon, dass ich ja mit den Menschen auskommen möchte, dass die du ja möchtest, schon... Ist das eine Art Wohlwollen? Ja. Ja? Oder dass die mir ja jetzt nicht wirklich zuwider sind, sondern ich möchte ja eigentlich mit den Menschen auskommen. Ein Wunsch? Ich möchte eigentlich eine gute Zusammenarbeit. Ein Wunsch nach guter Zusammenarbeit. Du hast dich mit diesem Wunsch verbunden, nach guter Zusammenarbeit, nach gutem Auskommen. Genau, Wertschätzung, Wohlwollen. Ja, Wertschätzung, Wohlwollen. Das muss ja möglich sein, meistens. Okay, und diesen Wunsch, den hast du dann wachgehalten, ist das so? Ja. Okay, das reicht, weißt du, mehr braucht's gar nicht. Okay. So einfach. Das ist das, was wir in einer Situation brauchen, dass wir uns mit dem Wunsch verbinden, was wir eigentlich wollen. Ich will ja da weiterarbeiten, ich will ja mit denen zusammenarbeiten, mit denen auskommen. Und ich bei diesem Wunsch bleibe, dann erlaube ich es mir nicht, so ärgerlich zu werden und so genervt und die Kommunikation abzubrechen und so, sondern ich bleibe am Ball, weil ich mit dem Wunsch verbunden bin. Darum geht's mir eigentlich. Und das kann so einfach sein, wie ich möchte an meinem Arbeitsplatz gut auskommen mit den anderen. Und Wohlwollen, auch dass sie sich wohlfühlen. Und dieser Wunsch kann uns, wenn wir damit verbunden bleiben, bei jedem Wort, bei jedem Blick, bei jedem Atemzug, dann gibt das zusätzliche Kraft, die Situation zu gestalten. Und das kannst du jetzt übertragen in jede Beziehung, wenn du dich mit dem Wunsch verbindest, welche Qualität du in dieser Beziehung leben möchtest und wirklich da dran bleibst, dann kannst du diese Begegnungen gestalten. Das spielt in jede SMS rein, die wir schicken, in jedes E-Mail, in jedes Gespräch, verbunden zu sein mit dem Wunsch, was will ich eigentlich wirklich kommunizieren, stimulieren, bewirken, ja? Okay. Ja, durch dieses Beispiel ist es nochmal ganz deutlich geworden, worum es geht. Innehalten, erster Schritt. Beim Innehalten merken, worum es mir eigentlich geht, was, woran ich wirklich, also was mein Wunsch ist. Was brauche ich dafür? Welche Qualitäten? Wie kann ich mit denen verbunden bleiben? Die werden oft einfach, indem wir uns des Wunsches bewusst sind und den wachhalten, also diese innere Ausrichtung wachhalten, werden fast automatisch schon Qualitäten in uns stimuliert. Noch
leichter ist, als wenn wir die Qualitäten ganz bewusst so. Zum Beispiel die Leichtigkeit, was war das? Die Leichtigkeit verbunden mit Weisheit. Liebe. Selbstliebe verbunden mit Weisheit. Und so, dass wir dann, wenn wir es ganz bewusst haben, dann haben wir es noch stärker, aber allein schon den Wunsch klar zu haben, worum es eigentlich geht, ist unglaublich hilfreich. Und dann ziehen wir uns die Möglichkeiten an Land und nutzen so aus unserem Repertoire das, was uns ermöglicht, das umzusetzen. Wir denken oft, es wäre notwendig, jetzt da eine Dharma-Praxis zu haben. Zum Beispiel anzufangen, jetzt mit dem anderen Tonglen zu atmen und all dessen Schwierigkeiten auf uns zu nehmen und Unterstützung zu schicken und so. Das ist auch alles super. Das ist ein toller Zwischenschritt. Das hilft. Aber gleichzeitig ist allein schon der Wunsch, dass es dem anderen wie mir gut gehen möge. Allein das schon. Wenn wir das so am Zipfelchen erwischen und immer dranbleiben und nicht loslassen, dann das gibt uns schon oft die ausreichende Kraft, dass die Situation etwas anders läuft. Wir sind jetzt beim Anwenden der Heilmittel, also bei dem, was gut tut. Da, ja. Gerne. Meine Schwierigkeit hat sich, also die alte Loyalität zum Beispiel zum Bett ablehnen würde. Mhm. Hat sich gezeigt, dass ich diese Loyalität nehme, statt sie ab. Also, weil mein eigener Wunsch ist ja, loyal zu sein, als die Weichheit, als Heilmittel nehmen. Die Idee ist jetzt, wenn ich diese Loyalität ins Gewahrsein nehme, dass ich dann diese identifizierte Ablehnung von den Heilmitteln. Ja, das ist sinnvoll. Das ist noch ein bisschen, könnten wir noch ein bisschen geschickter ausdrücken. Was du zum Einsatz bringst, ist dein einfühlendes Verständnis für das, was dein Vater braucht. Das ist die Ressource, die du gerade einsetzt. Zusammen mit deiner Bereitschaft, das wirklich einzusetzen, was der Situation tatsächlich hilft. Und du verstehst, dass es nur mit Weichheit nicht getan ist. Das würde er ablehnen. Was er braucht, ist Loyalität. Ja. Und du bist bereit, Loyalität in dir zuzulassen, sie auszudrücken, sie zu zeigen, als ein Geschenk an ihn, als ein Entgegenkommen an ihn. Habe ich das alles so richtig verstanden? Oder war da jetzt... Es ist ja ein Spannungsfeld zu dem, was jetzt meine Tochter von mir und irgendwie nicht kriegen kann, weil anscheinend die Loyalität zu ihm... Ja, aber jetzt geht es aber nicht mehr, weil da kommt eine Härte rein, die... Okay. Und ich bleibe über. Ich kann für mich noch gar nichts sein. Ja, genau. Jetzt war nämlich dein ganzes Denken und Fühlen war erstmal auf ihn und jetzt auf sie gerichtet und du bleibst über. Was brauchst denn du? Was brauchst du, um dich wohlzufühlen? Zwischen den Du brauchst die Versöhnung, dass es zwischen den dreien gut fließen kann. Du bist eine von den dreien. Ja? Und welche Haltung, welche innere Qualität würde dir helfen, so in diesem Beziehung zu sein, dass es von deiner Seite aus gut fließen kann? Ich weiß nicht, wie das heißt. Aber ich spüre, dass ich den Mut haben müsste, umzusetzen. Ja. Ja, du spürst, dass du irgendwie die Priorität ein bisschen verschieben musst. Ja, ja. Was müsstest du denn da wohl verschieben? Also im Moment bestimmt mein Vater die Dinge. Ja, weil du bist das Zentrum des Geschehens. Es ist deine Tochter und dein Vater. Ja. Und wie könntest du, darf ich um deinen Namen bitten? Mora. Wie würdest du, Mora, so dich ganz eins fühlen mit dem Gestalten der Situation. Was zeigt sich da? Was braucht es da? Was für eine Qualität braucht es da? Es ist mehr Liebe, Weisheit, Frieden, große Sachen. Richtig große Sachen. Okay. Bleib mal bei dem, da wir jetzt in der Gruppe sind und so, bleib mal bei dem, da kommt noch mehr dazu. Da ist noch mehr, da schwingt noch mehr mit. Verschieb mal die Prioritäten, so dass es stimmt, dass du dir eine größere Priorität einräumst und ich mache mal mit dem Unterricht ein bisschen weiter, aber du spürst weiter bei dir und atmest. Manchmal ist da deine Tochter, manchmal ist da dein Vater und du atmest mal so in diesem, sagen wir es mal, nennen wir es mal Spannungsfeld,
im Moment, so in einem sehr dynamischen Feld des Austausches, wo du das Bedürfnis hast, dass es fließt, aber wo es noch darum geht, so die innere Haltung zu finden, die das ermöglicht. Ich mach mal mit den anderen währenddessen weiter. Ich glaube, du kannst dann noch mehr spüren. Da ist noch mehr dran. Ein kleines Stichwort, weil es hat was mit Mut zu tun. Eine mutige Grundhaltung und dann Mut wozu. Ja? Also auch was Moda uns ermöglicht hat, ist dieses Hinschauen, was es eigentlich braucht. Es braucht im Innehalten. Das Innehalten in der Situation ist eins, aber abends mal, wenn wir Zeit haben, länger innezuhalten und bei der Situation, die schwierig ist, verweilen, aber nicht zu schnell, nicht direkt nur ins Problem gehen, sondern uns verankern in den Qualitäten, spüren, wie wir den Atem fließen lassen können, ein- und ausfließen lassen können, verankert in diesen inneren Qualitäten, in unserer Zuflucht, würden wir das auch buddhistisch nennen, in unserer inneren Ausrichtung, in unseren Qualitäten, erwachten Qualitäten verankert und dann stückchenweise immer wieder das Problem, die Herausforderung kommen lassen. Den Punkt erwischen, bevor es zu stark wird, dass wir nicht überwältigt werden davon, sondern dann direkt wieder in den Körper zurückkehren, ins Atmen und wieder Ausgleich finden und dann wieder kommen lassen. Viele Male kommen lassen, bis wir unser Verhältnis, unser Sein in dieser Herausforderung deutlicher spüren können, was eine heilsame Art wäre, in dieser Herausforderung zu sein. Und da können uns viele Methoden natürlich hilfreich sein. Aber eigentlich geht es darum, genau das zu finden. Versteht ihr den Unterschied zwischen Methode und dieser Haltung? Die Haltung ist eine, wirklich sich mit diesen inneren Qualitäten, den Ressourcen zu verbinden. Und dann gibt es Methoden, die uns helfen. Zum Beispiel, was Astra sagte, der Geleitschutz. Die Vorstellung von Eltern oder von Buddhas begleitet zu werden. Oder Methode, ein Mantra zu nehmen und mit Om Mani Padme Hum oder Kama Pachenu oder welches Mantra auch immer, Om Tara Tudara Dura Soha, von Tara das Mantra, als Methode geeignet, um uns mit Qualitäten zu verbinden. Oder, wie auch angesprochen wurde, Methoden, die uns erden, den Boden unter den Füßen zu spüren, die Sitzfläche zu spüren. Oder Methode, eine heilsame Erinnerung gleichzeitig wachzurufen. Das ist mir ja vorhin passiert im Austausch, dass ich die Erinnerung an Gyanen Rinpoche wachgerufen habe, der hin und wieder mal so ganz unterstützend war. Und so etwas zu aktivieren, das nennt man Methode. Methode ist immer eine Brücke in eine Qualität hinein, in ein neues Erleben. Das nennt man Methode. Ob wir Yoga machen, Yoga ist dann Methode. Yoga, eine kurze Yoga-Übung oder Sitzung würde uns in ein gelösteres, offenes Sein bringen und dann können wir uns der Herausforderung besser stellen. Oder Gebete zu sprechen. Das sind Methode, weil sie uns öffnen mit anderen, mit neuen Qualitäten in Verbindung bringen. Tonglen, dieses Atem mit dem Gegenüber, einfühlendes Nehmen, einfühlendes Unterstützen, ist Methode und bringt uns mit Herzensqualitäten in Verbindung. Die Methoden sind sehr viele, aber der Prozess ist einer. Es ist immer ein Prozess, das etwas uns möglich macht, uns mit diesen inneren Qualitäten zu verbinden. Und die beste Methode ist eigentlich die, mit der wir am vertrautesten sind. Deswegen spricht man so viel von täglicher Praxis auf dem buddhistischen Weg, weil die tägliche Praxis eine Übung in einer Gruppe von Methoden ist, die diese Qualitäten in uns aktivieren. So ist die einfache stille Meditation ein Aktivieren der großen Ressource des wachen Präsentseins, des wachen Gewahrseins. Das ist eine große Qualität. Braucht oft aber noch Ergänzung durch Methoden, die Mitgefühl oder Liebe noch stärker ins Zentrum stellen. Kann aber sein, dass wir schon gelernt haben, die stille Meditation in dieser tiefen Selbstannahme zu praktizieren,
dieser tiefen Annahme von allem, was auftaucht, dann ist das nicht zusätzlich notwendig. Einige von euch hatten ja ganz stark das Thema Selbstliebe, Selbstannahme. Und das sind diese Frage nach der Methode, das wäre jetzt die Frage, wie können eure Qualitäten, die Qualitäten, die ihr euch aufgeschrieben habt, wie spiegeln die sich wieder in eurer täglichen Praxis, damit sie täglich geübt und stimuliert werden und euch dann in Herausforderungen auch zur Verfügung stehen. Das ist also die Frage nach der täglichen Praxis, beschäftigt ja viele. Viele, die zu mir kommen, fragen, was soll ich denn praktizieren? Morgens praktizieren, abends praktizieren. Ja, um eine Antwort zu geben, muss ich entweder schon wissen, was für einen anderen gut ist, oder ich frage mal lieber nach, worum geht's dir denn? Was möchtest du denn entwickeln? Mit welchen Qualitäten möchtest du dich verbinden? Und da würde ich jetzt jemandem sagen, so, ne, Tara, ziemlich gute Möglichkeit, sich damit zu verbinden, um diese Qualitäten, die du genannt hast, zu stärken. Und so kann man jemand anders sagen, jemand sagte ja auch bei dem Feuerwerk, wache Präsenz. Da würde ich dann eine andere Praxis empfehlen. Andere sagten Liebe, Mitgefühl. Es gibt Praktiken, die stärker diese Qualitäten im Vordergrund haben und das hervorrufen. Die berühmte Metta-Meditation, die Tonglen-Praxis, die Chenrezig-Praxis, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und so müsste eigentlich jeder von euch die passende Praxis zu den zentralen Qualitäten finden. Wenn ich zum Beispiel den spielerisch starken Aspekt habe, der Junge, der tanzt, der rumstürmt und so weiter, da gibt es Yidams, Meditationsgottheiten, die tanzen, die springen rum, die sind voller geballter Kraft, da strahlt das Licht aus, die sind voller Mut und unbesorgt. Das sind solche Aspekte. Wenn ich den mütterlichen Aspekt stärken möchte, dann bin ich wieder bei zum Beispiel Tara oder bei Vorstellungen, die die Mutter in mir, die große Mutter in mir aktivieren und mich damit in Verbindung bringen. Konnte ich mich da klar ausdrücken? Merkt ihr, wie eigentlich die tägliche Praxis Spiegel dessen sein sollte, was uns wirklich am Herzen liegt? Und ohne dass ihr das so bewusst vielleicht benannt habt, habt ihr euch vermutlich eure tägliche Praxis genauso auch schon ausgesucht. Ihr habt sie euch ausgesucht mit euren inneren Antennen für das, was euch gut tut. Manchmal liegen wir so ein bisschen daneben und haben das Gefühl, ich muss diese Praxis machen, weil mein Lehrer hat mir die gegeben oder alle machen diese Praxis, also muss ich die doch ausmachen. Und dann passt die irgendwie nicht für uns. Es ist, als ob wir in Schuhen laufen würden, die nicht passen. Und jedes Mal, wenn wir uns zur Praxis sitzen, haben wir das Gefühl, na ja, ist ja ganz nett, aber irgendwie drückt's mich. Und dann ist Zeit, eine Feinjustierung vorzunehmen oder sogar die Praxis zu wechseln und etwas anderes zu finden, eine Methode, die diese Qualitäten leichter in uns freisetzt. Eine Frage, weil du sprichst ja von dem, was ich selber am Herzen liegt. Mhm. Und jetzt gehe ich einfach mal so davon aus, es sind ja, wenn ich mir Methoden oder Praktiken habe, dann sind es ja einfach verschiedene Wege, die eigentlich ja immer zum gleichen Ziel führen sollen. Ja, das Ziel ist, dass man stimmig wird, dass, wie du gesagt hast, rund wird, so, oder, ja, Leute, so. Erwachen, genau, mit so. All den Qualitäten. Genau, Das sind ja eigentlich wirklich nur für jeden individuelle Wege zum Gleichen. Jeder braucht etwas anders. Jeder hat so seine, sag ich mal, Stärken oder, wo er noch stärken will. So verstehe ich das richtig, Man geht stärker in Resonanz mit Praktiken, die diese Qualitäten in uns anrühren, die wirklich heilend und nährend auf uns wirken. Da gehen wir stärker in Resonanz, da haben wir gar keine Mühe, uns zu motivieren. Da brauchen wir uns gar nicht zu motivieren. Die sind wie Lebenselixier für uns. Wenn die Praxis stimmt, dann braucht es auch gar keine Disziplin mehr, weil wir das so gern machen, wie wenn wir jeden Tag unseren Lieblingswunsch erfüllt kriegen können. Ja? Und wenn wir, das ist schon richtig, dass die alle irgendwie zum selben führen, bloß ist dasselbe, von dem wir sprechen, so riesig groß und die Zugangswege sind schon individuell.
Die sind individuell, weil das du... Das verstehe ich schon, dass dasselbe so riesig ist. Ja, das ist das Erwachen, was die sämtliche... Für alle gleich, also nicht gleich, aber... Ja, guck mal, wie gleich ist es denn? Wie gleich sind die Buddhas untereinander? Jeder Buddha ist anders. Wie gleich sind die Buddhas? Die Buddha haben dasselbe verwirklicht. Ist dieselbe, ja, gleiche Geistesdimension. Genau, ja. Aber sie sind anders und sie manifestieren sich so anders in der Welt. Die kennen ja keine Buddhas so. Aber guck dir mal die, guck dir mal die Meister und Meisterinnen an, die sind ja sowas von unterschiedlich. Ne? Also. Aber sie haben das Gleiche verwirklicht. Ja, die Offenheit des Geistes, genau, die Natur, ja, des Geistes. Das ist, dachte ich, als das Einige zu sein. Ja. Aber jeder auf seine Weise, in unterschiedlichen Linien und Traditionen, mit unterschiedlichsten Methoden, manche ohne Methode. Ja. Ganz von alleine. Ja. Okay, Karin. Was konkret, wenn man die Praxis wechselt, wenn er Freiburg kommt oder die Praxis? Ich habe die bei mir alle im Schrank. Wenn man jetzt, wenn Menschen mich ansprechen, um ihre Praxis rauszufinden, setzt das ein Gespräch voraus. Ich habe gelegentlich Intuition, aber die Intuitionen liegen viel näher am Ziel, wenn ich die Person gut kenne. Und da braucht es Gespräch, da braucht es Austausch. Und das gestaltet sich weiter. Das ist nicht für ins Leben, das ist für eine Phase im Leben. Und das gestaltet sich weiter. Und eigentlich stelle ich nur meine Lebenserfahrung und Kompetenz zur Verfügung, damit die Person rausfinden kann, was da stimmen könnte. Es gibt ja Lehrer, die sind natürlich etwas weitsichtiger als ich, die den Schülern einfach ihre Praxis geben. Und dann vertraut man drauf, dass das so stimmt und macht das. Okay, mein Lehrer hat so nicht funktioniert. Das Gene Rinpoche hat nicht einfach so einem eine Praxis gegeben, sondern hat so auch nachgefragt, gespürt und na, wie wäre es damit, wird das passen? Oder Vorschläge kamen von uns oder wir durften uns dann später sowieso völlig frei unsere Praxis aussuchen und da hat er gar nicht mehr irgendwie eingegriffen. Also ich komme da aus einer anderen Schule, die nicht einfach gibt, sondern im Austausch das entstehen lässt und dann wird's offenkundig. Ah ja, genau, darauf habe ich Lust, das mache ich und dann kriegst du die Unterweisung, die du dafür brauchst. Ne? So läuft das. Ob in Freiburg oder in Starnberg oder wo. Aber das sind ja teilweise die Erklärungen. Oh ja. Zeitlich. Oh ja, manche Erklärungen sind, manche Methoden sind richtig aufwendig und das geht bis zu 100 Stunden Erklärung für eine einzelne Praxis. Wenn es so eine aufwendige Jedan-Praxis ist, das sind dann schnell viele Stunden. Aber das muss ein Lehrer halt auf sich nehmen. Wenn es dann die richtige Praxis ist, dann muss sie halt erklärt werden. Ne? Okay, Annette. Wie ist es mit Motivation dann in unterschiedlichen Ebenen? Nehmen wir mal an, einmal eben diese Wahrsein und so weiter. Das kriegt man schon zusammen. Ja, also weil ich kenne gern die Vipassana machen und irgendwo habe ich so das Gefühl, also es wäre besser bei einer Sache zu bleiben. Wie siehst du das? Es kommt ein bisschen drauf an, wie viel Zeit man so am Tag hat. Eine Sache, eine Praxis sollte klar sein als meine Hauptpraxis und wenn ich noch etwas mehr Zeit habe oder mal am Wochenende oder so, kann ich noch eine andere Praxis dazu nehmen. Und wer ganz viel Zeit hat, kann auch am selben Tag sich auf unterschiedliche Weise stimulieren, nicht? Mit solchen Methoden. Mhm. Und manche Methoden vereinen das ja auch in einer Praxis, was man so sieht. Sophia. Ich jetzt mal ganz direkt zu fragen. Ich bin mit einem neuen Demo und wie lange ich das nicht fertig habe, so. Und wenn da also, muss es dazu zunehmen? Ich übersetze es mal gerade den anderen. Das sind die vorbereitenden Übungen für Mahamudra. Das sind vier sehr aufwendige Übungen, für die man schon gut mal ein paar Jahre ansetzen kann, so im Normalfall. Und solange wie das läuft, darfst du über nichts anderes nachdenken. Ja, ne? Komm, kaum ist es rausgerutscht, merkt man, wie absurd das ist. Gell? Ne? Das macht mir alles so. Ja, das kann ich spüren. Das geht anderen auch so. Das ist ein völlig unnötiges Praxiskorsett. Da haben wir uns in ein Korsett zwängen lassen und selber gezwängt. Halte ich nicht für sinnvoll. Wenn du das Nöndro fertig machen möchtest, dann weil du es möchtest und weil du es für sinnvoll erachtest. Jede Etappe davon. Nicht einfach, weil es
vorgegeben ist. Da bin ich ganz anders gelagert als so viele Lehrer, die sagen, mach erstmal das, in 3 Jahren sprechen wir uns wieder. Ne? Vertrauen, das wirkt, das hat schon immer gewirkt. Und dann, naja, bei anderen auch 10 Jahre. 30 Jahre. Wir sprechen über etwas, es sind auch andere hier im Raum, die das praktiziert haben. Ich habe das Nendro 3-mal gemacht und es ist machbar und ich habe viele andere Praktiken gemacht. Ich weiß aber auch genau, wie viel und wie wenig eine Praxis bewirken kann. Die kann abgrundtief wenig bewirken. Ja, es kommt auf die Qualität an, mit der wir in der Praxis engagiert sind. Und da kann ein Moment des Praktizierens kann Berge versetzen, während wochenlanges, man kann fast sagen jahrelanges Praktizieren, wie spurlos an einem vorüberging. Ja, ja, und dann ist wirklich, es geht wirklich darum, mit dem Herzen in der Praxis zu sein und Qualität zu praktizieren. Eher mal kürzer, als sich zu forcieren, lang zu machen, lange Sitzungen. Hohe Qualität für kurze Zeit ist viel effektiver als so eine mediocre Präsenz über lange Zeit. Das sind hocheffektive Übungen, die du da gerade ausführst, und ich will dir mal ein Beispiel geben. Ich habe es am eigenen Leibe erfahren. Du kennst die Vajrasattva-Praxis, Diamantgeist, die deutsche Sempa-Praxis, ja, wo wir uns den Buddha Vajrasattva über uns vorstellen, uns mit diesem Bodhicitta-Nektar füllen lassen und all unsere Ich-Bezogenheit, alle Blockaden, alles in dieses Bewusstsein hineinholen und rausspülen lassen. Ich habe es für die anderen wiederholt. General Rinpoche insistierte, eine einzige Mala, 108 Wiederholungen von diesem Mantra, bei voller Bewusstheit, können zu einer völligen Offenheit des Geistes führen. Eine Mala. Nicht mehr, nicht weniger, einfach mach eine Mala, 20 Minuten, voll konzentriert, dann ist gut. Und dann bleib in der Offenheit. Es geht nicht um die Hunderttausende und so, ja? Und das ist eine Erfahrung, die haben so viele Menschen jetzt schon gemacht. Wirklich präsent sein, wirklich da mit dem ganzen Herzen, das ist das, was transformierend wirkt. Und dann natürlich die Wiederholung, wenn sie mit offenem Herzen gemacht werden, die verankern das und vertiefen das zum Teil noch. Aber oft ist es auch einfach Zeitvergeudung, muss man auch mal sagen. Man verbringt seine Zeit mit Übungen, die man nicht so ganz versteht, nicht so ganz einsieht, aber irgendwie doch macht. Ein bisschen was Gutes kommt ja dabei raus, zumindest haben wir Geduld gelernt. Ne? Also das ist jetzt vielleicht für einige ernüchternd, aber ich habe ja nun 17 Jahre diese 3-Jahres- und 6-Jahres-Retreats geleitet und ich kenne genau den Unterschied zwischen einer herzgefühlten Praxis und einer Ausdauerpraxis. War trotzdem das vor 10 Jahren formuliert. Nee, hätte ich mir nicht getraut, weil ich aus dem Kloster rausgeschmissen worden wäre. Jetzt. Ja, gedacht habe ich das immer schon und gewusst habe ich es auch. Denn das hat Gene Rinpoche uns auch schon im allerersten Retreat, im ersten Jahr gesagt. Das sind ganz klare Erfahrungswerte. Bloß wenn man dann so etwas salopp, wie ich spreche, über die heiligen Kühe spricht, ne, dann, ne, dein Mann kann ja sehr salopp über so Dinge sprechen. Ne? Der ist ja, aber das ist ja in dem Privaten. Genau. Der hat nämlich 2 solche Retreats mit mir zusammen gemacht. Und das ist... diese Freiheit, einfach die Dinge zu benennen, die habe ich erst, seitdem ich in keiner Institution mehr unterwegs bin. Mhm. Ja? Aber es ist halt nicht leicht, nur wenn man seit 10 Jahren, also jetzt so wie ich, so seit 10 Jahren weise und einem das ja auch tolle Lehrer gesagt haben, ja macht das. Und es inspiriert einen einfach nicht, dann man kommt nicht weiter. Ja, dann würde ich dir empfehlen, wenn die Lehrer noch verfügbar sind, zu denen hinzugehen und genau das anzusprechen. Ein guter Lehrer ist sofort mit dem offenen Herzen und sagt, was, das inspiriert dich nicht, woran liegt's denn? Und dann könnt ihr euch austauschen und dann wird daraus was Neues entstehen. Und wenn die Praxis noch mal ein bisschen tiefer erklärt wird, oft liegt es daran, dass diese Praxis, die wir gerade machen, uns nicht in ihrer Tiefe offenbart wurde, dass wir sie nur oberflächlich beschrieben bekommen haben und irgendwie noch nicht den Zugang gefunden haben zu ihrer
tiefen Bedeutung. Und wir Westler brauchen offenbar, dass man uns diesen Zugang zu den tiefsten Bedeutungen öffnet, den allertiefsten, da sind wir am glücklichsten. Und wenn man uns nur mit oberflächlichen Visualisationen abspeist und irgendwie sagt, mach das so, dann erreicht uns das nicht ganz. Dann wird das irgendwie, zum Beispiel diese Vajrasattva-Praxis, die ich eben erwähnt habe, die wird dann zu 111.000 Mantren, die wir machen mit dieser Visualisation. Und wir merken gar nicht, dass es eigentlich darum geht, uns mit dem ganzen Herzen fürs Bodhicitta zu öffnen, zugleich mit dem sich öffnen für alle Schwierigkeiten, die in uns sind, und sich nicht identifizieren und so weiter und so fort. Das Ganze, wenn sich das enthüllt, das, was wirklich gemeint ist, plötzlich macht Sinn und oh, es wird so schön, das zu praktizieren. Ich habe mir das ja alles selbst erarbeiten müssen, nicht alles, nein. Gyengar Rinpoche war total großzügig, nicht zurückgehalten, aber vieles wurde nicht so deutlich gesagt. Und dann durch die eigene Praxis, durch das, weil ich immer am Suchen war, was bedeutet es eigentlich? Dann habe ich mir aus den Kommentaren, weil ich dann ja studiert habe und so, dann habe ich mir das aus den Kommentaren die Hinweise geholt und bin diesen Hinweisen nachgegangen. Und dann hat sich mir der Sinn der Praxis eröffnet. Und das ist jetzt, was ich mit euch mache, dass ich euch den tieferen Sinn beleuchte. Und dann könnt ihr euch die Methoden selber entschlüsseln. Also eher ins Gespräch gehen, nicht unbedingt aufgeben, sondern nach dem tieferen Verständnis. So, vermutlich ist die Methode sogar gut und richtig, aber das Verständnis der Methode noch nicht ausreichend. Okay. Ich glaube, das eine, weiß ich nicht, ob das so passt, dass wir ein Körper sind. Also so einfach so vielleicht sanft angestoßen und dann verdeckt es vielleicht wieder, weil man anderen Weg geht und wenn man dann merkt, hoppala, man kehrt irgendwie zu diesem Müll wieder zurück. Erinnert sich der Körper dran, kaufbar? Also zum Beispiel jetzt ein Körpergedächtnis von etwas, was dir richtig gut getan hat, eine Art zu sein, die in deinem Körper so ganz fließendes, frisches, offenes Gefühl hinterlassen hat. Ja? Irgendwas Gutes, Stimmiges, wo man so ein bisschen erfahren hat und dann ist das irgendwann geblieben, geht woanders hin oder es ging nicht weiter, aber ein bisschen berührt. Ja, du kannst das jederzeit wieder kontaktieren, das war ja der zweite Teil deiner Frage, ne? Kannst es kontaktieren, es ist immer noch da und du kannst diesem Körper fühlen, kannst du als deine Antenne einsetzen, um zu spüren, wo es für dich lang geht. Du kannst dieses, wenn es zu diesem offenen, frischen Sein kommt, was du kennst als Heiser, dann weißt du, du bist auf dem richtigen Weg. Ich sehe jetzt gerade einfach eine Nuss. Ich denke, ich habe mal, war super lecker. Gibt es aber 2 Jahre lang keine Nüsse. Dann brauche ich praktisch wieder eine Nuss, dass ich praktisch den Geschmack wieder entwickle und dann weitergehen kann. So. Auf dem Weg gibt es viele Nüsse. Zu knacken. Und du kannst jedes Mal das Gefühl haben, wie toll das ist, die Nuss geknackt und genossen zu haben. Aber da kannst du mit dem Gefühl gehen und ja, und das wird durch die Wiederholung, wird es wieder wachgerufen, aber es wird zu einer neuen Erfahrung wieder. Und was wir mit der täglichen Meditation zum Beispiel machen, ist, dass wir jeden Tag nach Möglichkeit in dieses gelöste Sein hineinfinden. In dieses da, wo unser Geist völlig unbesorgt ist und wir das Gefühl haben, hey, wow, die Welt ist ja völlig in Ordnung, alles so dieses, boah. Und jeden Tag da reinzufinden, das wird uns so vertraut und das ist ein Körper, Geist, Gedächtnis, ja, alles zusammen, der ganze Sein erinnert sich und sehnt sich auch jeden Tag danach in dieses Grundgewahrsein einzutauchen und das ist unsere Orientierung. Daher, weißt du, ich mache auch gar keinen so einen Unterschied zwischen Körper und Geist, aber wir fühlen es halt auch ganz stark im Körper. Deswegen spricht man da auch vom Körpergedächtnis. Ne? Weil wir es ganz stark spüren mit unserem ganzen Sein, dass das gut tut. Gibt es Hilfestellungen, wenn man visualisieren kann? Bei Übungen, da soll man was vorstellen und Bild tut mich ganz schwer. Und wenn ich unbedingt diese Bilder haben möchte, eigentlich damit beschäftigt als ähnliche Dinge. Ja, da gibt's schöne Hilfestellung. Die wichtigste ist, die Visualisation nicht machen zu wollen, erzeugen zu wollen, sondern kommen zu lassen. Gar nicht machen wollen, sondern sie entdecken, sich entdecken lassen. Das ist eine ganz andere innere Haltung.
Ja, jetzt magst du mir ein Beispiel geben, was ja, zum... Ja, allein selbst wenn ich sage, Medizin Buddha vorstellen. Genau, genau, dann würde man... Den Buddha nicht. Genau, dann würde man normalerweise versuchen, irgendwie diesen blauen Buddha da mit der Arura-Pflanze in der Hand ja. Und der Medizinschale da so versuchen, sich vorzustellen. Und dann ist das eine geistige Akrobatik. Mhm. Und jetzt könntest du andersrum vorgehen. Und das kommt auch wieder nicht von mir, sondern auch von General Rinpoche, der wirklich ein wahnsinnig verwirklichter Meister war, der sagt, lass den Medizinbuddha sich selber zeigen. So quasi, das, was er uns vorgemacht hat, ist, bist du da? Dann dieses Gefühl, ah ja, der ist da, auch wenn ich gar nichts sehen kann. Das Gefühl, ja, ich bin verbunden. Und dann ist vielleicht, wie bist du da? Und dann ist vielleicht als erstes nur ein Licht zu spüren. Ein Licht, was über uns ist, vor uns, in uns, wo auch immer. Und dann, wie fühlt sich das an? Und dann entdeckst du mit der Zeit, du entdeckst mit der Zeit immer mehr von der lebendigen Präsenz des Medizinbuddha. Das ist ein ganz anderes Vorgehen, als die Visualisation nachzeichnen zu wollen. Und du, ich bin überzeugt, dass du visualisieren kannst. Könntest du jetzt mir zum Beispiel beschreiben, wo in deinem Schlafzimmer eventuell eine Nacht positioniert ist? Ja. Siehst du dein Schlafzimmer ja. gerade vor dir? Ja, ungefähr hat, ja. Hat, das ein Zimmer, hat das ein Fenster? Ja. Ja, und du siehst das jetzt so. Gibt es da einen Schrank? Gibt's da, ja. Du siehst ja. das jetzt alles so, ja? Du visualisierst gerade, weil das, das ist dir vertraut und die, die Vorstellung entsteht. Und wenn ich dich jetzt frage, wie du von hier nach Hause kommst, würdest du mir vermutlich den ganzen Weg beschreiben können. Das ist Visualisation. Und ich kann dir beschreiben, wie es da oben mit dem Medizinbuddha aussieht oder in meinem Herz mit dem Medizin. Und ich würde da durchwandern und ihn entdecken, während ich es dir beschreibe. Ja? Mhm. So, das ist eigentlich mit Visualisieren gemeint. Kommen lassen, entdecken, entstehen lassen. Auch immer wieder neu, immer wieder anders. Ein, man nennt das auf tibetisch Kechik-Kechik-Visualisation, von Moment zu Moment visualisieren. Entstehen lassen, vergehen lassen, wieder entstehen lassen, wieder vergehen lassen. Nicht festhalten, die, sondern wirklich das entstehen lassen, so wie es gerade kommt. Und wenn es sich wieder auflöst, fein, und dann wieder entstehen lassen, und das entsteht dann nicht identisch wie vorher, sondern jedes Mal ein bisschen anders. Und da sind wir dann bei einer lebendigen Praxis. Das andere nennt man in den tibetischen Kommentaren Tanka-Meditation. Ja, das ist die exakte Reproduktion eines Tankas. Das ist ein Tanka, ein Rollbild. Dann machen wir, dann haben wir das Gefühl, wir müssten uns diese Vorstellung reproduzieren. Wir sind ganz gut da drin, es kommt alles ganz exakt, bloß ein bisschen leblos. Und das ist einer der klassischen Fehler bei Visualisation. Ja, ich nehme mal nochmal dahin. Mal nachhaken, weil das ist ja für mich, wenn ich habe, dann lebe ich den ja. Und danach. Das musst du wissen, ob es lebendig ist oder ob es steril ist. Das kann ich doch so, da bloß weil du einen Meditationstext liest, ist das überhaupt kein Kriterium. Das kann ganz lebendig dadurch entstehen oder es kann ein bisschen verkrampft ein Nachzeichnen von immer wieder demselben langweiligen Bild sein. Um die 100.000 runterzukriegen. Lass es doch mal lebendig werden und dann sprich mal ein bisschen. Bist du gerade in der... Machst gerade Diamantgeist. Dann sind wir ja bei der richtigen Praxis gelandet. Sprich doch mal mit ihm. Lass dich doch mal drauf ein, mit dem Buddha da zu sprechen. Im Praxistext spricht der uns auch zweimal an und wir sprechen mit dem. Aber irgendwie haben wir das Gefühl, damit hat sich's dann und wir dürfen den Dialog nicht weiterführen. Aber das geht ständig weiter. Das ist ständige Instruktion, die da statt. Wir sind mit unserem Weisheitswesen verbunden und da fließt ständig fließende Erkenntnisse. Und indem wir uns öffnen und wie in Dialog treten damit, kann das auch passieren. Das ist dann total lebendig. Ja, prima, mach das doch. Ja. Ja. Und ich bin auch ganz gelassen damit, weil ich nichts erfinde, während ich dir das sage. Es ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Das sind tatsächlich die Kommentare, die das so lebendig beschreiben. Man muss sie nur kennen.
Schon in der Zufluchtsvisualisation, die du ja offenbar auch schon gemacht hast, weißt du, hast du den Zufluchtsbaum. Das auf dem hintersten Ast, dann nach hinten geht's, sind all die Dharma-Texte. Die werden so beschrieben, dass die Dharma-Texte zu hören sind. Während wir Zuflucht nehmen vor uns, ja, Dharma-Text, nehmen wir Zuflucht und wir hören den Klang des Dharmas. Und immer das, was uns angeht, das ist besonders gut hörbar. Die erklingen mit all den Weisheiten, dem Wissen, den Erfahrungen, die da drin sind. Das ist total lebendig. Gut, das war jetzt für diejenigen, die jetzt nicht aus dem tibetischen Buddhismus kommen, vielleicht eine etwas mühselige Zeit, um dazu zu hören, aber ihr seid mit anderen Fragen genauso willkommen, egal aus welcher Tradition oder auch ohne Tradition, im Rausfinden dessen, was euch hilfreiche Methode sein könnte oder wie ihr die Methode, die ihr ohnehin schon anwendet, vielleicht noch hilfreicher einsetzen könnt. Weil ich kann das nicht alles wissen. Ich weiß nicht, wer hier vor mir sitzt und was ihr alles praktiziert. Das hängt also wirklich von euren Fragen ab, um dann eben solche kurzen Rückmeldungen zu kriegen, die euch unter Umständen dann helfen, dass euch entsprechende Heilmittel noch sinnvoller einzusetzen. Jetzt hast du aber lang gewartet, Astrid. Ja. Aber genau beim Thema. Also ich finde Praxis einfach und wir versuchen das ein oder andere Heilmittel anzuwenden und es klappt mal mehr und mal weniger gut. Und was ich denke, was und vielleicht geht es anderen auch so, ist immer wieder das Thema. Und da weiß ich auch noch nicht praktizieren soll. Ich komme aus der Theravada-Praxis. Es fühlt sich manchmal so trocken an, weißt du? Also es ist so das so ins Leben zu bringen, das finde ich mal schwierig. Okay. Ich habe das Gefühl, die tibetische Praxis hat da noch andere Zugänge. Und ich frage mich immer so, wie ich das im Alltag noch besser praktizieren kann. Weil egal, welche Praxis ich mache, was gerade dran ist, es gibt immer Momente, wo es sich verflüssigt und gut läuft. Und dann wieder Momente, wo es ein bisschen kommt. Und dann, meiner Erfahrung nach, brauche ich als Herz, um es wieder fließen zu lassen. Also nicht da irgendwie jetzt ärgerlich groß zu werden, sondern okay, jetzt gerade läuft es nicht so. Und dann aber wieder Gefühl zu kommen. Ja, du sprichst eine der allerwichtigsten Qualitäten an. Das ist für alle Emotionen, ist Mitgefühl unglaublich wichtig. Für Stolz auch, für Eifersucht, für Ärger, sogar für Gier, Verlangen ist Mitgefühl fantastisch. Für uns selbst und für andere. Und wie machen wir das? Was hilft da? Ich möchte jetzt nicht die klassischen Erklärungen alle wiederholen, sondern ich erzähle euch mal ein bisschen aus meiner Erfahrung, was mir geholfen hat bis jetzt. Etwas, was mir als erstes einfällt, ist, was mir sehr hilft, ist, jetzt gerade bei Ärger, der andere sitzt genauso im Schlamassel wie ich. Diese Grundhaltung zu merken, ich ärgere mich über jemanden und ich unterschiebe dem anderen, dass der das extra macht. Was er immer auch in meinen Augen mir zuleide tut. Aber nein, Mitgefühl beginnt damit zu merken, Mensch, die andere Person, die ist ja genauso gefangen in ihren Mustern, mindestens genauso wie ich. Ich habe ein bisschen Dharma zumindest mit im Paket. Aber so viele haben gar keinen Zugang zu ihren Ressourcen, ihren Qualitäten, sobald sie sich angegriffen fühlen, sobald sie sich unsicher fühlen, verlieren sie Zugang zu ihren Kräften. Und wenn ich sehe, wie auf was für emotionalen Schienen, in was für emotionalen Gefängnissen sich andere bewegen, dann kann ich schon gar nicht mehr ärgerlich sein. Dann merke ich, boah, ich bin zwar ein bisschen ärgerlich, aber die Person, die hier noch mehr leidet, ist eigentlich die, die so gefangen ist und sich deswegen so jetzt gerade aufgrund von Angst oder was auch immer so aufführt. Das ist etwas, was mir wahnsinnig hilft für Mitgefühl. Das andere, was mir sehr hilft, ist, immer wenn ich leide, wenn ich richtig emotionalen Stress habe, mir vorzustellen, wie viele andere gerade genauso leiden oder sogar schlimmer. Das heißt nicht, dass mein Leid nicht berechtigt ist, es ist nur, wow, ich bin nicht alleine mit dem auf der Welt.
Und das ist eine Brücke, mich nicht alleine zu fühlen und zu merken, andere haben dasselbe zu bearbeiten, durchzustehen. Und dann, das ist ein klassischer Wunsch, aber er hat mir halt wirklich viel geholfen, dann den Wunsch zu machen und was immer ich jetzt lernen kann, mit dieser Herausforderung umzugehen, möge es allen, die sich damit rumschlagen, auch zugutekommen. So im Vertrauen darauf, dass jeder von uns, die etwas lernt und innere Schritte macht, dass das dem ganzen Umfeld und anderen zugutekommt, auf sichtbare und unsichtbare Weise. Und das ist dann die Kraft eines Mitfühlendens miteinander, wo in mir eine Kraft steht, zusätzliche Energie zu mobilisieren, um mich dieser Herausforderung zu stellen. Michaela. Mir ist da noch was gekommen, also was mir mal sehen, alle im Kaufrausch. Und dann war so ein Gefühl, gar nichts damit anfangen, die Armen, so ungefähr, ja. Und auf einmal kam so, also ich auch. Also irgendwie kam das so, Beziehung zu den Menschen da, ja. Und dann hatte ich so irgendeine Verbundenheit und endlich kam, und dann waren die mir irgendwie so plötzlich so am Herzen. Vorher so fremd. Ja, unsere gemeinsame Endlichkeit. Ja. Genau. Verbundenheit zu finden mit anderen Menschen. Ja. Dass wir da alle in einem Boot sitzen. Was mir in letzter Zeit auffällt als Hilfe, um so in diese Verbindung zu finden, ist, dass ich mich überhaupt interessiere dafür, wie es anderen geht. Ich merke, mein Mitgefühl schaltet ab, wenn ich mich nicht mehr interessiere. Es ist wie, wenn es überhaupt mal mich einfühlen zu wollen, interessiert zu sein, zu wissen, wie es dir geht, und wirklich dieses, gar nicht das Mitgefühl direkt anzusteuern, so, das ist sehr groß, kommt einem das vor. Ich möchte mitfühlen, so, meine Güte, manchmal kommt einem das ja meilenweit entfernt. Aber zumindest mal sich zu interessieren, wie geht's dir eigentlich? Wie geht's dir? Was fühlst du? Und das eben auch zum Beispiel jetzt im Kaufhaus oder so, der Straßenbahn oder wo auch immer. Wie fühlen die sich wohl? Interesse, gucken, neugierig, hinschauen. Wie geht es dir? Was fühlst du wohl? So, ohne dass sie natürlich das jetzt unbedingt antworten, aber es ist ja so unglaublich, was das ausmacht. Wenn wir dann merken, wie wir uns mit Freunden unterhalten oder Bekannten, dann könnt ihr, bei Bekannten ist es vor allen Dingen so, dann erzählt man sich die Fakten, erzählt sich, was man gerade so erlebt hat. Und allein schon die Frage, dann mitten reinzustellen, und wie war das für dich? Ja, zum Beispiel, wie war das eigentlich für dich, auf den Berg zu klettern? Oder wie war das im Urlaub, diese Erfahrung? Oder wie war das, als heute dein Auto fast abgeschleppt wurde? Nicht nur die Fakten zu erzählen, sondern wie war das für dich? Und das ist das echte Interesse, indem wir uns für das Erleben der Person interessieren, nicht nur für die Fakten. Also genau wie vorhin in der Meditation, wie heute Morgen. Wie ist es eigentlich? Wie ist es zu sein und nicht, was erlebe ich? Sondern wie ist es zu sein? Nicht, was höre ich, sondern wie ist es, das zu hören? Zum Beispiel, wir tauschen uns über Musikgeschmäcker aus oder ich mag den und den Film, du super, da geht's so und so. Dann zu fragen, ja, und was hat dich bei dem Film berührt? Wie war es für dich dann, diese Szene, die du mir gerade beschreibst, zu sehen? Und dann kommen wir in die Tiefe und da fängt das Mitschwingen an. Da bekommen wir die andere Person zu fühlen. Und das hängt aber mit unserem Interesse zusammen. Das hängt damit zusammen, dass wir uns für einen Moment wenigstens wirklich interessieren. Gerade bei Menschen, die schon lange zusammenleben, ist das Allerwichtigste. Wir haben das Gefühl, wir würden schon wissen, wie sich unsere Frau, unser Mann fühlt. Dabei haben wir keine Ahnung. Keine Ahnung. Wir täten gut daran, mal wieder nachzufragen. Immer wieder, jeden Tag. Nicht? Das ist so, das ist für mich im Moment die stärkste Brücke, mich daran zu erinnern, ich merke dann irgendwie, bei mir wird es trocken, bei mir wird es so leer, ist irgendwie kein Mitschwingen so richtig zu spüren. Und dann zu sagen, okay, wie komme ich da wieder rein? Interesse ist der Schlüssel.
Das ist, was ich heute Morgen sagte, Interesse, wo wir unsere Aufmerksamkeit hinlegen. Damit gestalten wir unser Leben. Und wenn wir unser Leben mitfühlend gestalten wollen, dann müssen wir unser Interesse ins Erleben auch der anderen richten und von unserem Erleben auch was teilen. Also Mitgefühl für uns selbst ist zu erforschen, wie geht's mir selbst, wie fühle ich? Und Mitgefühl für andere ist, wie fühlt, wie geht es anderen? Ich brauche da gar nicht irgendeine total mitfühlende Aktion zu machen, mich kümmern und helfen und jenes. Das ist gar nicht gefragt. Das kommt dann unter Umständen von selbst, aus dem Verstehen, aus dem Mitfühlen. Aber erstmal geht es darum, echt Interesse zu haben. Nachher schenke ich vor lauter Mitgefühl meinem Sohn oder meiner Tochter oder was, irgendwas, was die gar nicht haben wollen. Wunderbar, das nennt sich dann Liebe, ne? Das Interesse für was der andere wirklich braucht, wirklich erlebt, dieses Interesse, das ist die Quelle von Mitgefühl. Okay, einige von euch sind ja auch Dharma-Lehrer. Was ich jetzt gerade mit Interesse beschrieben habe, ist einer von den 10 ersten Geistesfaktoren unter den 51, die im Abhidharma klassischerweise gelehrt werden. Es ist das Interesse, was die Aufmerksamkeit ausrichtet und dann stabilisiert und schlussendlich in die Vertiefung führt. Und dieser Faktor Interesse, ich glaube der 7. Faktor in den ersten 10, gehört zu der Gruppe der 5 objektidentifizierenden Geistesfaktoren. So heißt das technisch, was ich euch jetzt gerade aus dem Erleben beschrieben habe. Und ist dieser Faktor Interesse, ist an der Wurzel von allen heilsamen und nicht heilsamen Geisteszuständen. Heilsame Geisteszustände, wie zum Beispiel jetzt Mitgefühl, werden aus dem Interesse genährt für das, was Mitgefühl hervorruft. Ärger wird aus dem Interesse genährt für das, was mich ärgert, für das, was mich nervt und was ich nicht haben möchte. Immer ist dieser Faktor Interesse da und ist der entscheidende Faktor, der immer präsent ist, wenn wir dabei sind, irgendwo Karma zu erzeugen. Ob es heilsames oder nicht heilsames ist, immer sind es interessierte, geneigte Handlungen, wo wir uns für etwas interessieren und die eine oder andere Richtung reagieren, gestalten und daraus entstehen dann die ganzen Gestaltungskräfte. Die anderen 41 Geistesfaktoren, die dann das tatsächliche Erleben beschreiben. Das war jetzt ein kleiner technischer Ausflug, um euch einfach zu orientieren, in welchem Hintergrund ich diese Antworten gebe. Aber als Erleben ist das viel spannender, als wenn man es studiert. Beim Studium denkt man, von was reden die? Und wie unglaublich hilfreich das ist, wenn man das mal durchdringt und merkt, boah, genau darum geht es. Der nächste Faktor ist dann dieses Sati, dieses Jenpa auf Tibetisch, das ist dieses Erinnern, sich an das erinnern, wofür ich mich interesse. Das ist diese berühmte, was immer mit Achtsamkeit übersetzt wird. Das ist der darauf folgende Faktor. Achtsamkeit kann man nur üben, wenn man Interesse hat. Man kann keine Achtsamkeit üben, wenn man kein Interesse hat. Achtsamkeit ist dabei bleiben an dem, woran ich interessiert bin. Ne? Und es gibt dann diese mitfühlende Achtsamkeit zum Beispiel. Es gibt viele Formen, wo man dann aufmerksam, achtsam sein kann. Wenn sich Achtsamkeit vertieft, dann kommt es zu stabilen Geistesruhe und zu Samadhi. Aber alles beginnt mit Interesse. Jetzt gibt's Kaffee und Kuchen. Christian. Was ist denn Interesselosigkeit? Interesselosigkeit wird auch Unwissenheit genannt, Avidya. Der Wunsch, nichts mitzukriegen. Die Wurzel von Samsara. Interesselosigkeit ist der Wunsch, nichts mitzukriegen. Da verbirgt sich ein Wunsch dahinter. Ja, ein Ablehnen. Wird mir alles zu viel. Und das ist mit einer Überforderung. Aber jetzt spreche ich wieder, lassen wir das Abhidharma. Jetzt spreche ich wieder auf der menschlichen Ebene. Wer Interesselosigkeit zeigt, der gibt eigentlich zu verstehen, dass die Welt für ihn eine Überforderung ist. Ja? Das ist eine Schutzfunktion.
Gleichgültigkeit, Interesselosigkeit ist eigentlich eine Schutzfunktion. Hat ihre Berechtigung, weil sonst wir wie überschwemmt sind von all dem, was uns ja interessieren sollte und könnte, aber nee. Block. Und das hat damit zu tun, wie wir Reize verarbeiten, wie wir Informationen verarbeiten, wie wir Kontakt verarbeiten. Und da braucht es einen neuen Zugang zu einer anderen Art von Durchlässigkeit, einem flüssigeren, leichteren Umgang mit den Dingen, damit Interesse überhaupt wieder lebbar wird. Weil jedes Mal, wenn ich mich interessiere, wird das gleich wieder, da wird die Welt so intensiv, es ist wie, als würde die Welt dann wieder über mich hereinbrechen, weil ich mich so total interessiere. Ne? Und drum schalte ich mal als erstes das Interesse ab, damit die Informationen, die emotionalen Geschichten, die laufen, so mich erstmal gar nicht berühren. Um das aufzulösen, muss ich einen anderen Umgang finden mit dem, was mich da berühren könnte und durchlässiger werden und etwas weniger identifiziert in den Reaktionen, die das auslösen. So, da ist eine innere Arbeit notwendig und die wird dazu führen, dass wir weniger Angst haben vor der Welt, uns erneut wieder interessieren können und das, was unser Interesse freisetzt, zum Beispiel ein Mitgefühl, dass wir den anderen wieder wahrnehmen, dass wir das verkraften können und nutzbringend integrieren können. Interesselosigkeit, Gleichgültigkeit ist eines dieser ganz großen, Buddha nannte das Geistesgifte, ja, dieser ganz großen Herausforderung. Es ist das, was oft mit Unwissenheit übersetzt wird. Es ist ein Nicht-Wissen-Wollen. Das ist ein Nicht-Gewahr-Sein-Wollen. Und das gehört zu den vier elementaren Triebflüssen, die der Buddha beschrieben hat, den vier elementaren Grundströmungen, die aufgelöst sein müssen, um wirklich voll und ganz zu erwachen. Kannst du was damit anfangen, was ich dir gesagt habe? Okay. Kaffee und Kuchen. Keine Frage mehr, Annette. Hebst du nachher auf.